Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Opalo. In der letzten Folge sind spannende Sachen passiert. Ich hatte zwei sehr coole Kämpfe, vor allem der zweite war krass. Und heute geht es durch den Aquatunnel in Richtung der nächsten Stadt, beziehungsweise in Richtung einer Insel, wenn ich das richtig gesehen habe auf der Karte. Ich bin mal gespannt, was uns da erwartet. So, auf geht's. Ich hoffe, es sieht cool aus. Ich hoffe, man sieht überhaupt was. Oh ja, tatsächlich. Ja, guck mal. Ja, cool. Wir können Pokémon beobachten. Ja, das ist eine gute Frage. Sehen uns die Pokémon wohl? Oh. Anscheinend gibt es den Trainer. Ist das nicht ein bisschen gefährlich? Mit Dingen, die Explosionen auslösen, gegeneinander zu kämpfen in einem Tunnel unter Wasser. Das scheint mir nicht unbedingt clever zu sein. Aber was weiß ich schon? Vielleicht habe ich keine Ahnung, wie alles funktioniert und vielleicht ist das ja eine fantastische Idee. Nein! Wie kann er es wagen, meinen Beulenhelm zu stehlen? Darauf erstmal Paralyse. Peace. Oh. Ja, das sollten wir mal besser wechseln, würde ich sagen. Oh, plötzlich ist Morlord mein vom Level höchstes Pokémon im Team, wenn ich das richtig gesehen habe. Sehr schön, hat es sich verdient. Morlord ist der MVP. Immer. Ja. Oh. Oh. Okay. Das hat jetzt nicht so viel Schaden gemacht. Also, ist okay. Ist okay. Sehr schön. Besiegt. Ich sehe das Licht am Ende des Tunnels. Wir sind gerade erst in den Tunnel reingelaufen. Ich weiß nicht, was du siehst, aber geh nicht hin. Das kann nicht richtig sein. So, erstmal die paar KP heilen, die ich jetzt verloren habe. Das wollte ich auch nicht. Ich wollte eigentlich den XP-Teiler ausschalten, aber ich habe vergessen, dass ich noch im Heilmenü bin. Nun. Hallo? Ja, eine gute Frage. Oh, Trainer. Na dann, auf geht's. Zeig mal, was du drauf hast. Ah, ein Baum. Ein Geisterbaum, um genau zu sein. Schwierig, der Geisterbaum. Ich meine, ich habe ein Unlicht-Feuer-Pokémon, aber das ist halt irgendwie nicht so krass, wie ich mir das erhofft hatte. Guckt euch das an, das ist nicht sehr effektiv, aber es macht so viel Schaden. Das Problem ist, wie hoch ist die Chance, dass ich beim nächsten Mal treffe? Ja, dieses Pokémon hat mich schon oft enttäuscht. Na gut, ausnahmsweise. Okay, ich bin zufrieden. Ich bin sehr zufrieden. Hast du fein gemacht. Magneton. Attacke! Weg damit! Yay! Gecrittet sogar. Na, das ist doch fein, würde ich mal sagen. Ja, ja, ich nerv dich nicht. Du hast mich... Warte, du hast mich angeredet. Also meiner Zeit sind wir übers Meer geschwommen. Irgendwie glaube ich ihm das nicht. Oh. Oh, der. Lass uns nicht kämpfen. Hey, warte, Miri. Was für ein klaustrophobischer Platz, richtig? Aber der einzige Weg, um nach Tempest City zu kommen. Hast du gehört, was der Arenaleiter Dalio gemacht hat? Nun, natürlich, du warst ja da. Eine Pokémon-Liga. Ich bin für sowas nicht bereit. Lass uns kämpfen. Mit dir zu kämpfen sorgt dafür, dass ich mich besser fühle. Und dann kann ich sehen, wie weit ich gekommen bin. Okay. Cool, cool. Viele Kämpfe in letzter Zeit gegen wichtige Charaktere. Das ist ein Milotic im Hintergrund. Oh, wie cool ist denn der Hintergrund gemacht?
Der ist ja mega, der gefällt mir sehr gut. Natürlich. Damit hätte ich rechnen müssen. Ha, Beulenhelm, komm schon, Statik. Ja, das geschieht ihm recht. Ich habe keine Ahnung, wen ich einsetze, also Morlord. Übertrank, okay. Er heilt nicht mal. Enttäuschend. Hier kriegst du ein Erdbeben. Turmkick? Natürlich trifft es mit Turmkick. Warum auch nicht? Warum sollte es auch nicht direkt mit Turmkick? Er hätte auch runterfallen können. Und dann wäre er instant weg gewesen. Das wäre ein bisschen gerechter gewesen, als durch die Paralyse damit durchzukommen. Was ist das für eine Attacke? Boah, die ist ja richtig krass. Ha, nein! Ha! Ah! Das ist schwierig. Das so entscheiden ist nicht fair. Das will ich nicht entscheiden. Licky Lick. Was machen wir gegen Licky Lick? Ich habe leider kein Kampf-Pokémon. Wie gesagt, so ein Logok wäre gut. So Kampffeuer würde ich nehmen. Das würde sehr gut ins Team passen. Erstmal Geschwindigkeit senken. Das ist wichtig bei so einem schnellen Pokémon. Ah, er macht direkt mal viel mehr Schaden. Ich brauche hier halt auch ganz dringend Erdbeben drauf eigentlich. Ich vergesse immer, dass das nur Dampfwalze ist und nicht Erdbeben. Oh oh. Na? Schade. Kann man nichts machen. Wie gesagt, das Erdbeben. Im Erdbeben hätte das wahrscheinlich anders ausgesehen. Dankeschön. Fürs Heilen. Das ist sehr freundlich. Nächstes Mal bitte mein Pokémon. Hier, ich will die Attacke ausprobieren. Schade, dass sie nicht verwirrt hat. Ha, Beulenhelm. Naja, aber keine schlechte Attacke. Ich finde sie sehr fein. Oh, was gab gut XP? Oh, da hätte ich... Wobei, das wäre da wahrscheinlich auch nicht gut gewesen. Mist. Ich lasse es mal drin. Ich muss sagen, ich finde meine Schnecke sieht cooler vom Design aus. War das die richtige Menge an aus? Wow! Nun, das hat erstaunlich viel Schaden gemacht. Hey, sei nicht so feige hier. Gib mir das wieder, ich wollte das fertig machen. Du kannst es mir nicht wegnehmen. Ich habe gerade so lustig damit gespielt. Wisst ihr, er beißt einfach auf einen Stein und das macht so wenig Schaden. Obwohl er einen Stein gebissen hat. Das kann nicht okay sein. Und jetzt kratzt er fünfmal an meinem... Fünfmal, ich fasse es nicht. Wie kann man so viel Pech haben? Fünfmal. Ernsthaft? Aber am Ende haben die Hunde doch gegen die Katzen gewonnen oder so. Ich habe leider keinen mit Erstschlagattacke. Das ist ein bisschen ungeschickt. Das wäre schon cool. Dankeschön, dass du jetzt triffst. Das ist so nett. Ach, es hat nicht gereicht. Okay. Aber das reicht. Meine Schnecke sieht cooler aus. Ganz eindeutig. Bin froh, dass ich mich für die Schnecke entschieden habe. Bin mal gespannt, wie der Feuerstarter aussieht, aber ich glaube, der ist nicht besser. Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist mein Potenzial. Solche Dinge kann ich erreichen. Ich bin wirklich in der Lage, es mit anderen aufzunehmen. Ich fühle mich, als könnte ich Berge bewegen. Fies. Hallo, Mundanus. Verschwinde. Ich muss etwas Wichtiges zu Miri sagen. Ich habe große Neuigkeiten, Miri. Ich habe endlich die Wahrheit herausgefunden.
Das mysteriöse Pokémon, das im Schlaf mit deiner Mutter redet. Und mit Deringer. Und anscheinend auch mit anderen Leuten. Ich denke, ich kenne seine Identität. Das ist das Astral-Pokémon. Triff mich in meinem Labor in Tempest City. Dann wirst du alles wissen, was du wissen musst. Warte, Deringer? Mysteriöses Pokémon? Nicht jetzt, Mundanus. Das ist wirklich persönlich. Fies von ihm. Ich habe das Gefühl, ich sollte mein Team heilen. Oder ist es vielleicht geheilt? Oh, das wäre doch nett. Oh, es ist tatsächlich... Mundanus ist ein netter Rivale. Oh, du willst nicht kämpfen? Du wirst kämpfen. Okay. Der andere sah auch aus, als würde er kämpfen. Er stand da sehr auffällig, muss man einfach sagen. Das sah sehr auffällig aus, wie er da stand. Ha. Ha. Sehr schön. Das arme Kappels. Ich weiß nicht, was das für ein Pokémon ist. Ah. Spannend, interessant. Alola, meine Schwachstelle. Jetzt wird's schwierig. Hytera ohne Kampf-Pokémon. Das ist nicht lustig. Aber zum Glück, physische Angriffe gehen immer. Auch wenn... Nein. Nein, danke. Singen ist hier illegal. Dankeschön. Das gibt gut XP. Für Ravigator. Oh ja. Oh ja. Sandsturm. Ich weiß nicht, wann es uns jeweils hilfreich sein könnte. Aber hey. Sandsturm. Man weiß nie. Besser als die Attacke, die ich nie einsetze. Hi. Oh ja, das hier sorgt dafür, dass Leute mit Klaustrophobie Angst haben. Mhm. Das ist sehr gruselig. Ich kann das verstehen. So, wir haben es geschafft. Die Leute hier sind sehr clever, okay, und sprechen quasi in ihrer eigenen Sprache. Na, das hört sich ja sympathisch an. Das werden hier alle sehr sympathisch. Ja, der Aquatunnel ist fertig. Oh, da würde ich nicht wohnen wollen. Guck mal, das ist alles so... Wie schrecklich sehen die Häuser aus. Oh, seltsame Anomalien wurden entdeckt im Weltall. Es ist, als würde eine große Tasche an Energie auf uns zukommen. Oh, oh. Oh, wir wissen alle, dass das was mit den Prophezeiungen und Visionen zu tun hat. Und das ist nicht gut, glaube ich. So gar nicht gut. Aber ich habe ja schon vermutet, dass es hier mit der Story weitergeht, wegen dem Astral-Tower, der hier ist. Mal gucken. Wir werden sicher eine neue Vision haben mit dem legendären Pokémon, vermute ich. Mal schauen. Ich habe jetzt auch 6 Orden. Das heißt, Hauptstory geht sowieso jetzt aufs Ende zu. Meistens ist die ja vorm letzten Orden ungefähr zu Ende. Mal schauen. Wird hier sicher auch so... Okay. Das ist wild. Viel Spaß in festen Gegenständen zu schwimmen. Das ist ja ganz normal hier. Ich, okay. Ich gehe einfach weiter und wir tun so, als wäre das nie passiert. So, was haben wir hier? Oh. Traurige Geschichte. Ah, Skill-Experte. Oh. Oha, das kann Fähigkeiten... Die kann Fähigkeiten verändern. Das ist ja cool. Was haben denn meine Pokémon alles so für Fähigkeiten? Statik finde ich sehr gut. Das ist auch sehr gut. Die könnte noch besser sein. Ja, das könnte auch besser sein. Ich guck mal, was hat Wolverock? Weil eine Herzschuppe habe ich. Lass mich mal eben gucken.
was Wolverock noch für eine Fähigkeit hat. Kann ich auch zwischen versteckten Fähigkeiten oder nur normalen hin und her wechseln? Sandscharabene vom. Was ist denn das? Im Sandsturm, aber nur. Nee, dann lieber die hier. Das ist auch nicht schlecht. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, eigentlich außer Baluis Fähigkeit. Und ich weiß nicht, ob sie auf versteckte Fähigkeiten wechseln kann. Wir gucken mal. Erstmal speichern und dann schauen wir mal, was sie tun kann. Was ist denn Regenerator? Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wie diese ganzen Fähigkeiten immer auf Englisch heißen. Also ein paar kenne ich, klar. Bei manchen kann man aus dem Namen... Beleberkraft ist das? Okay. Ich meine, das ist eine mega coole Fähigkeit. Ja, also, nun, da werde ich mich nicht beschweren. Das war cool. So, Baloo, herzlichen Glückwunsch. Du hast jetzt eine richtig coole Fähigkeit. Viel besser als die, bei geringen KP werden deine Pflanzenattacken verstärkt. Voll langweilig. Beleberkraft ist cool. Beim Austauschen kriegst du dann KP zurück. Das ist sehr fein. So, wir müssen zum Labor, habe ich gehört. Keine Ahnung, wo das ist. Ah ja, ja, ich habe deine Schwester schon besucht. War sehr erfolgreich. Ich bin sehr erfreut. Aha, das sind unsere Freunde, sehe ich. Peonia, ne? Das ist die Arena-Leiterin, vermute ich. Haben sie alle gesagt. Oh. Ah. Habe ich gerade Kopfstoß gegen einen Stalos gemacht? Oh Gott, was ist passiert? Was? Sie ist explodiert. Ich nehme das Sonderbonbon und dann gehe ich. Was ist? Zuerst habe ich Kopfstoß gegen Stalos gemacht und dann ist eine explodiert, als ich mit ihr reden wollte. Ich meine, okay. Wilde Reaktion. Wenn einer mit ihr reden will, einfach explodieren. Okay, okay. Habe ich schon okay gesagt? Ah, danke schön. Guck mal, ein paar neue TMs, die wir... Kampf-Items. Ich weiß halt nicht... Wofür wir das unbedingt brauchen? Eigentlich möchte ich den Beulenhelm gern. Das war bisher immer ganz cool da drauf, aber Morlord könnte ihn halt besser brauchen. Schwierig, schwierig. Vielleicht kriege ich noch mehr coole Kampf-Items hier. Hallo? Ich will Geschenke eigentlich nur. Ja, klar, tausche ich das gegen Togedemaru. Niemand will Pikachu-Klone. Nein, danke. Ist hier jemand? Bitte explodier nicht. Aha. Du willst rausfinden, woher die Pokémon kommen. Das ist eine gute Frage. Eine gute, gute Frage. So. Was ist das? Poké-Essenz. Direkt vom Boden des Meeres. Dadurch bekommen wir die Energie, die die Stadt braucht. Oh, das ist spannend. Interessant. Oh, da ist eine Tür verschlossen. Langweilig. Ich glaube, jetzt habe ich immer noch nicht alles... Ah, ich bin auf die Hecke gelaufen. Nun, ich würde aber sagen, Leute, wenn ihr wissen wollt, was jetzt gleich hier passiert und ob es mit der Story weitergeht... Dann schaltet gerne morgen zur nächsten Folge wieder ein. Bis dahin, macht es gut und Mirio.